Der Blick eines Basilisken ist tödlich. Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zayak hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Also, in diesem Buch steht's geschrieben, ich brauche ein Ei und eine Kröte. Und der lege ich jetzt einfach mal dieses Ei hier hin, so, und warte einfach mal, bis die das ausbrütet. Eine Ewigkeit später. Norbert? Ja. Ich bin schwer enttäuscht. Nicht von dir. Gott sei Dank. Sondern von meinen wissenschaftlichen Versuchen. Du bist Praktikant, ne? Ja, Praktikant. Aber ich auf dem besten Wege, der beste Wissenschaftler der Welt zu werden. Wie es in den Harry Potter Büchern geschrieben steht, habe ich versucht, aus diesem Ei, und ich habe extra ein grünes ausgewählt, einen Basilisken zu züchten. Aus dem Ei. Genau. Und es heißt, dass man dieses Ei einfach von einer Kröte brüten lassen muss. 60 Tage später, nichts passiert. Also, das ist kein Basiliskenei, das ist ein Hühnerei von einem grünen Leger. Das wäre mal so ein anderes Thema, können wir mal drüber sprechen. Und wenn da nach 21 Tagen aus dem Hühnerei nichts rauskommt, dann sollte man das entsorgen, weil dann stinkt das. Ich habe mich auch schon gewundert, warum es hier so stinkt. Kommen wir nochmal zurück zum Ei. Ich habe es versucht, es hat leider nicht geklappt, deswegen haben wir heute auch leider gar keinen Basilisken für diese Sendung. Und kein Küken. Ich habe ja recherchiert. Wie kann es sein, dass ein Tier über 100 Jahre alt wird? Verstehe ich auch noch nicht. Naja. Und vor allen Dingen dann auch eine Länge von 17 Meter und soll scheinbar ultra giftige Fangzähne haben. Der Blick eines Basilisken ist tödlich. Also diese Fakten machen diesen Basilisken ja scheinbar zum krassesten Tier, was wir je in Norberts Welt hatten. Also erstmal bist du mit Sicherheit der krasseste Praktikant, den wir hier jemals hatten. Also das würde ich sofort unterschreiben auch. Und das ist ein Hühnerei, da kommt kein Basilisk raus. Ohne Kröte kann ich brüten. Das heißt, das ganze Thema macht gar keinen Sinn. Das geht alles gar nicht. Ich will dich gar nicht enttäuschen. Ich dachte, es gibt Basilisken. Ja, sowas gibt es ja auch, aber nicht mit 17 Meter Länge und nicht mit 100 Jahre alt. Also in diesem Video hier rechts sieht man doch, dass der ja scheinbar in dem Video auch war. Bei Harry Potter. Jetzt hast du das auf den Kopf getroffen, ja. Da musst du mal auf dem Teppich bleiben. Wir sprechen ja über das, was es gibt und nicht über Harry Potter. Lass uns doch jetzt mal was machen. Ja, aber du sagst ja, es gibt keinen Basilisken. Schreibt mal bitte unter den Videos, dass ihr Mitleid habt. Eins für Mitleid für Norbert, zwei für Mitleid für mich. Für dich? Ja. Und TikTok nicht vergessen zu abonnieren. Hör mal, Jimmy. TikTok, ne? TikTok rennt. Das muss dann wohl dieser Basilisk aus dem Film sein. Ungefähr 17 Meter, denke ich mal. Da ist jetzt einer von denen, die gerade aus diesen Hühnereiern geschlüpft ist. Ob wir das jetzt wirklich als Fakt hinnehmen, das beschließen wir am besten wieder drüben, oder? Jetzt, wo ich ihn ja gerade habe, wenn er gleich am Ast sitzt, sehen wir da nicht. Sind das nicht riesengroße Füße? Also wenn jemand auf großem Fuß lebt, dann der Basilisk. Also den wir gerade im Video gesehen haben, auf jeden Fall hatte der keine Füße. Das war eher so eine Der war fußlos. Aber lass uns das Thema mit dem Basilisken von eben noch mal ganz kurz zu Ende bringen. Das ist ein Fabelwesen. Also das ist ein echter Basilisk. Das ist echter, ja. So, Norbert, da sind wir. Ja, wir genau. Haben einen Basilisken auf dem Tisch. Wow, wunderschön. Aber was ist das jetzt für ein Basilisk? Also gibt es verschiedene Basilisken oder gibt es nur den? Es gibt also 5 verschiedene Basilisken. Aber ich setze den mal erstmal rein. Ne? Ich glaube, der will gar nicht so auf den Arm den ganzen Tag. Wir haben einen neuen Schreibtischbewohner. Aber nur vorübergehend. Nur vorübergehend. So, da sitzt er. So, den Kollegen haben wir jetzt hier ins Terrarium gesetzt. Nicht ohne Grund, sondern Stirnlappenbasilisk. Um über ihn zu reden. Was ist das für ein Basilisk? Ein Stirnlappenbasilisk. Stirnlappenbasilisk. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat keinen Stirnlappen. Ich sehe keinen Stirnlappen. Hat er auch nicht. Der hat doch schon den Namen, ist doch Quatsch. Wir blenden jetzt mal hier ein Foto von einem Stirnlappenbasilisken ein. Von dem Kleinen, wenn er groß ist. Der hat ja jetzt gar nicht so einen großen Kamm obendrauf, wie man ihn vielleicht eher von Hühnern kennt. Und wann entsteht denn dann so ein Stirnlappen überhaupt? Ja, sind alle ähnlich, ja. Im Laufe des Wachstums entstehen diese Stirnlappen. Das heißt, mit höherem Alter werden die Lappen größer und die wachsen genauso wie das Tier nachher immer mit. Und wie lange muss ich warten, bis so ein Basilisk dann 17 Meter groß wird? Du? Lange, ne? Du, also bis der 17 Meter wird, denke ich mal, deine Urenkel? Also ist oder das auch wenn ein... Nicht dazu, vielleicht sogar noch länger. Wie lange wird ein Stirnlappenbasilisk? Ja, 17 Meter nicht,
1,70 Meter auch nicht, machen wir noch den Meter vorne weg, so 70 Zentimeter. Okay. Hat vielleicht schon mal einen gegeben, der ein Meter geworden ist, aber eigentlich so 70, 80, der hört halt auf. Da sagst du ja immer, dass es eher die Körperlänge ist, die dann 70 Zentimeter lang ist. Komplett, samt Schwanz. Komplett, mit Schwanz inklusiv dann. Alles. Okay. Also mit Anbauteile und tiefer gelegt und alles, ja. Und wahrscheinlich muss ich den auch nicht in einem riesigen Wandkopf halten, so wie aus dem Video eben, sondern in einem Terrarium. Und wie groß muss das dann sein? Bitte. Der ist schon super schnell, super beweglich. Und dann sollte man ihm auch ein bisschen Platz geben, damit er sich bewegen kann. Also ich sag mal so, der geht gerne ins Wasser, auch wenn das hier trübe ist. Der hat wohl gerade gematscht, das passiert dann halt. Der geht gerne ins Wasser, also so das Aquam darf ruhig 200, 300 Liter Wasser haben, was unten drunter ist. Mhm. Wenn wir das dann hochrechnen, wir sprechen jetzt nicht über den kleinen, der hier für das Video jetzt gerade eingezogen ist, sondern eben, wenn der groß wird. 200, 300 Liter Wasser, 1,50 Meter, 1,80 Meter lang, vielleicht 60, 70, 80 tief sogar von der Wand und 1,80 Meter hoch. Also so wie so ein Kleiderschrank. Klingt wie ein Kleiderschrank. Aber nicht ein Mann-Kleiderschrank, sondern so ein richtiger. Aber eher ein gläsernen Kleiderschrank. Ja. Sehr gut. Das hilft, sonst können wir den nicht sehen. Also ich glaube, dem wäre das egal. Wenn da drin genug Wasser ist, Beleuchtung ist, der Schrank wäre zu, dann kann er sich nicht erschrecken, hat er seine Ruhe. Und so ein Stirnlappenbasilisk legt sich ja wahrscheinlich nicht nur ein Zauberer zu, sondern Leute, die da wirklich Interesse dran haben. Wer schafft sich einen Stirnlappenbasilisken an? Interessierter Terrarianer, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mit Terrarientieren hat. Mhm. Schon so ein bisschen. Ich bin ja gegen Anfängertiere und fortgeschrittene Tiere. Man kann jedes Tier halten, wenn man sich ordentlich daran hält, was einem jemand erklärt, der Ahnung davon hat. Ja. Wenn ich jetzt ein Kind hätte, was 8 oder 10 Jahre alt ist und hätte den Film gesehen und sagt, das will ich haben, dann müsste ich schon ein sehr verantwortungsbewusstes Kind haben, dass ich sagen würde, ja, das geht. Und wir müssen ja dann auch an diesen Wohnzimmerschrank als Terrarium denken. Ob das sowas ins Kinderzimmer reinpasst, das weiß ich nicht. Das heißt, man müsste einfach ein bisschen mehr Platz haben, Interesse daran haben. Die Tiere sind auch schreckhaft. Also eine ruhige, große Ecke in der Wohnung. Und dann kann man den wohl halten. Ich habe hier ein Video im Internet gefunden vom Stirnlappenbasilisken, der biblische Dinge macht. Biblische Dinge? Er läuft nämlich übers Wasser. Das sieht schon crazy aus, muss ich sagen. Ich würde das auch gern können. Ich kann das. Du kannst das. Hm? Wie genau? Sagen wir mal, du nimmst eine Straße, die überflutet ist. Aha. Und da ist so viel Wasser drauf. Und dann läufst du da drüber und du filmst von der Seite und dann sieht das aus, als wenn du über Wasser laufst. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine Fehlinformation. Nee, das funktioniert. Bei mir funktioniert das. Da darf aber nur so viel Wasser drauf sein. Und wie schafft der Stirnlappenbasilisk das dann? Ganz schnell. Ja, wir haben ja gerade diese langen Krallen gesehen. Und er hat zwischen den Zähnen, wenn er die ganz weit auseinander macht, Schwimmhäute. Spannt sich eine Haut. Wie bei Enten? Ente hat die Haut bis ganz vorne. Der hat die also nur so im letzten Drittel, würde ich mal ungefähr schätzen. Mhm. Und dadurch, dass er so schnell schlägt, schlägt er natürlich die langen Fingernägel im Wasser. Und mit einem kleinen Häutchen schiebt er das Ganze an eine Seite. Und das passiert dann einfach so schnell kann eine Ente nicht paddeln. Die Ente kann wohl schneller fliegen, kann er nicht. Aber so, wenn er gesund und kräftig ist und genug Angst im Nacken, weil den gerade da irgendeine Schlange fressen hat, schafft er locker 7 Stundenkilometer. 7 km/h ist doch ungefähr so viel, wie wenn wir beide anfangen würden zu rennen. Also das ist doch, glaube ich, wirklich die Geschwindigkeit von Menschen, wenn sie rennen, 7 km/h, ne? Das kommt drauf an. Es gibt auch Menschen, die können 15 Stundenkilometer, 17 Stundenkilometer laufen. Es ist auf jeden Fall ein schnelles Laufen. Spaziergehen ist meist 2 bis 3 Stundenkilometer. Aber dann frage ich mich trotzdem, wenn wir jetzt hier so die Weltkarte sehen, ne? Und wir jetzt hier ungefähr Deutschland haben und da Amerika, schafft er das? Hier so ganz über Wasser? Jo. Also im Endeffekt, wie lange schafft er es, über Wasser zu laufen? Ja, eigentlich ist ja das über Wasser laufen nur eine reine Fluchtsache. Also im Terrarium macht er das eigentlich nicht. Er sollte ja keine Todesangst haben und vorwärts weglaufen. Wenn er keine Todesangst hat, dann macht er und zeigt er das auch nicht. Und wir handeln im Allgemeinen mit nachgezüchteten Tieren. Die sind sowieso nicht so hektisch. Die sind wesentlich ruhiger. Also normal sieht man das im Terrarium, diesen Reflex gar nicht. Norbert, auch wenn das Wasser, dadurch, dass ich das hier zusammengebaut habe, noch ein bisschen trüb ist und das erst gestern gemacht habe und das sich leider noch nicht klarisiert hat. Ja, finde ich nicht toll. Bin nicht so richtig begeistert von dir. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, aber was will man mehr von so einem Praktikanten erwarten? Trotzdem habe ich jetzt viele Echsen gesehen, die eigentlich nur den oberen Teil als Wohnraum haben. Habe Echsen gesehen, die nur den unteren Teil als Wohnraum haben. Aha. Und in dem
ist es ja quasi beides der Fall. Ja. Warum unterscheiden sich Echsen so sehr von Wasserleben zu Landleben zu beidem? Ja, hat ja immer natürlich mit dem Biotop zu tun, wo sie gerade drin vorkommen. Wo kommt die denn überhaupt her? Das haben wir noch gar nicht. So aus mittleren Südamerika. Da hinten, so in dem Bereich. Wo sind wir? Ungefähr da. Sehr gut. Okay, cool. Aber leben die eher am Strand und nein, gar nicht. Salzwasser? Oder leben nein. die eher in so Seen, Bächen? Nein, wir leben ja im Urwald. Und sehr nah am Wasser gerne, weil sie da ja gut flüchten können. Aber fast immer in so Flussgebieten. Also jetzt nicht im Fluss, der 3 Meter breit ist, da werden es auch sein. Schon so breitere Flüsse, also dass der, so ein Fluss schon mal 20 Meter, 30 Meter ist, wo sie auch mal ganz noch rüberlaufen können. So in den Gegenden findet man die am häufigsten. Warum heißt sie überhaupt Basilisk? Alle heißen irgendwie Gecko, Leguan, Echse. Ja, man nennt ihn ja Jesus-Echse zum Beispiel, gut. weil er wie Jesus über dem Wasser läuft. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, kann ich auch, also ist gar nicht so. Und Basilisk heißt kleiner König. Tja, das hat natürlich gar nichts mit Jesus-Echse und über Wasser laufen zu tun. Kleiner König, ja vielleicht, dass die Stirnlappen in einer bestimmten Konstellation, wenn man ihn von der Seite sieht, vielleicht eine kleine Krone erkennen konnte oder so. Mhm. So würde ich mir das vorstellen. Da sind ja oft die Namensgeber sehr kreativ. Braucht ihr den Stirnlappen denn irgendwo für? Oder ist der einfach oder für die Aerodynamik, um übers Meer zu gleiten, der, so wie ein Boot ein Kiel hat? Der Beispiel. Stirnlappen ist also bei den Männchen wesentlich ausgeprägter als bei den Weibchen. Das ist so fürs Imponiergehabe, ist das wahrscheinlich vom Vorteil. Je mehr Stirnlappen ich zeigen kann, umso interessanter bin ich für die Damen. Norbert, wir haben geklärt, dass aus diesem Ei nie ein Basilisk hätte werden können. Obwohl wir noch gar nicht geklärt haben, wie sorgen Basilisken denn für Nachkömmlinge? Ist es dann trotzdem über ein Ei, oder? Ja, vielleicht ein bisschen kleiner, erheblich kleiner. Wie viele? Aber die brüten den nicht selber aus, sondern okay. die legen die meist in einer Uferregion, in einer sonnigen. Wie viele ist ja immer ganz schwierig zu sagen. Jedes Weibchen hat ja eine andere Konstitution. Und wenn die das erste Mal legen, vielleicht nur 2 oder 3 Stück, wenn die häufiger legen, kann das vielleicht mal Dutzend werden, 15, 17, aber wollen wir uns ja darauf festlegen, das ist ja Natur, so um den Dreh. Aber erst mal Eier legen, kann man bei 2, 3 zufrieden sein. Okay, Norbert, ich habe alle Fragen beantwortet bekommen. Leider gibt es den Basilisken, so wie wir ihn in Harry Potter gesehen haben, nicht. Mhm. Trotzdem ist mir zu Ohren gekommen, dass du Pasel kannst. Und Pasel ist ja quasi die Sprache der Basilisken. Und jetzt habe ich mir gedacht, du sagst jetzt einfach mal den Zuschauern Tschüss auf Pasel. Ich wollte das Ei jetzt essen, weil du hast das gar nicht gebrütet. Ist das jetzt nicht? Warum willst du mir jetzt zeigen, also was machst du da? Das Ei ausschlürfen. Haben wir jetzt nicht Ostern? Nee. Du hast jetzt nicht gerade ernsthaft dieses Ei ausgeschlürft. Ja, jetzt dreht er dafür besser. Oh Gott. Jimmy, räum mal hier die ganzen Sauerei auf und sorg dafür, dass das mal sauber ist. Also Jimmy, du machst jetzt ein bisschen... Den Klebemann hier kennt ihr wahrscheinlich alle noch, das ist der Mini-Norbert, den kannst du hier im Laden kaufen. Und ein Kunde hatte eine sehr lustige Idee. Diese hier, die finde ich grandios. Könnt ihr hier beides im Set im Laden erwerben. Und falls ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Stirnlappen-Basilisk, stellt sie mir in den Kommentaren. Die letzten paar Videos hier waren mindestens genauso interessant wie diese. Mach und mal hier nicht so einen Quatsch, Mann. Und TikTok nicht vergessen, haben wir jetzt auch. Macht's gut, bis nächste Woche Samstag, tschüss.